Hallo, hallo, hallo. Welcome to my vielleicht letzten Auftrag. Schön Deutsch-Englisch gemischt, ne? Okay, ich würde mal sagen, ich fange mal jemand an, oder? Na, stellen wir erstmal die Wände. Machst du durcheinander? Okay, hier. Stellen wir erstmal die Wände. Sollen wir das einmal komplett durchstellen? Nein, müssen wir nicht. Dann brauchen wir hier noch mal. Zwei Wände. Und wo noch? Ist ja endlich immer eingezeichnet. Hier nicht mehr. Hier noch. Aber warum müssen wir denn jetzt hier auch noch eine Wand stellen? Stört doch eigentlich gar nicht. Hey? So, dann brauchen wir natürlich noch oben die Dinge. Kleinen. Genau. Ja, jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe die falsche gesetzt. Hier? Wo brauchen wir denn noch? Da brauchen wir noch. Hey! Jetzt haben wir es. Ja, nice. Wurde das ja auf jeden Fall auch nochmal mit eingenommen. Naja, dann entfernen wir mal hier die Reifenspuren. Der alles als Schmutz angezeigt. So. Alles weg. Sehr schön. Was müssen wir hier machen? Hier müssen wir Laminat verlegen. Laminat in der Garage. Nee. Müssen die Wände modifiziert. Alter, Schalter. Oh. Na dann. Ah, vielleicht soll ja da unten die Tierarztpraxis rein. Das würde ja Sinn machen, oder? Dass wir von außen irgendwie noch eine Tür machen oder so. Ist eine coole Idee. Wenn das so ist, dann ist das eine coole Idee. Brauche noch was. So, da und da. Ich glaube, es reicht nicht. Nee. Da müssen wir noch mal ran. Leider guck's, gell? So. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier müssen wir es selber noch machen. Ah ja, hier kommt auf jeden Fall eine Eingangstür hin. Wollen wir erstmal unseren Hammer in die Hand nehmen. Nee, wir müssen erst die Tür da reinsetzen.
Eingangstür, Innentür. Ah, schön. Das heißt, wir können jetzt echt Türen in den Außenwänden setzen. Aber, ich meine, das konnten wir vorher auch schon, aber nur diese Fenstertüren. Aber es könnte sein, dass es nur bei den Häusern von Pets geht, oder? Das müsste man echt mal ausprobieren. Aber jetzt, was haben wir denn jetzt hier noch? Rechteckige Deckenlampen. Mal erstmal den Raum hier fertig, würde ich sagen. Machen wir. Ja, ich würde sagen, für jede Garage eine Lampe. So. So. Und so. Und natürlich noch ein Lichtschalter. Zack. Es werde Licht. Ich kenne jemanden, der steht auf ganz viel Licht in dem Spiel. Was sonst nichts sieht. Grüße gehen raus. Okay, dann brauchen wir noch eine Innentür. Ich nehme mal an, dass sie diese hier meinen. So. Und ja, wir müssen hier nochmal Laminat verlegen. Ja, sie nennen das Laminat. Laminat an den Wänden. Ich überlege gerade, macht man das in Deutschland so? Ist das Laminat an der Wand? Ich kann mich irgendwie nicht dran erinnern. Also es gab mal eine Zeit lang, Panieren haben wir das genannt. Das war mal so in den 90ern, genau Ende der 90er war das so mal in so Panieren überall. Sogar noch selber an die Wand geklatscht. Hat man so Leisten an die Wand gemacht, oben, unten. Ich weiß gar nicht, Mitte war da auch noch mal was. Schon so lange her. Und dann hat man die da festgenagelt dran. Daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. So, und ich würde mal behaupten, hier kommt noch ein Türrahmen rein, oder? Sieht jedenfalls nicht so aus. Auf jeden Fall nicht von der Seite. Von der Seite? Ach, ja, hier sieht man wieder nichts. Ach so. Ja, lass uns den Raum erst mal fertig machen. Okay, hier kommt ein Sofa hin. Also ich kann mir vorstellen, so, das ist der Warteraum für die Besucher hier. Die Patientin. Ah, die können sich hier hinflacken. Und die warten dann hier, bis sie mit ihren Hunden dran sind. Oder Kätzchen oder Hamster. Wer halt gerade krank ist, ne? Ja, wir machen hier auch eine Heizung rein, damit ihr nicht friert. Ach du Scheiße, wo meinten die rein? Passt da gar nicht. Die geht ja nur noch hier. Uff. Ich hoffe, ich muss hier nicht noch andere komische Gegenstände setzen. Ja, wenn Tierchen so krank sind, ne, die müssen es ja auch warm haben. Nur die Tiere, nicht die Besitzer. Dann machen wir hier mal noch einen Lichtschalter. So. Wir haben noch gar kein Licht. Aha. Lampen! Gib uns Lampen. Eine hier. Eine da. Lampen überall. Achso, da haben wir natürlich noch eine Uhr. Könntest du mich drauf gucken? Wie lange warte ich denn jetzt hier schon auf den lieben Doktor? Ah, ja. Jetzt hängen wir, glaube ich, mal hier ran. Oh, Hundeleine, Schlüssel. Noch ein Kaffeetischchen. Ah, da können wir da die Farbe ändern. Ja, das glaube ich eher. Kann man sogar hier hinsetzen. So, dann noch hier. Welcome! Willkommen in meiner Praxis. Na, natürlich so legen, damit die das lesen können, ne? Schön. Und? Ja?
Das ist ganz wichtig hier. Hallo Leute, hier ist der Ausgang. Ihr könnt hier fliehen. Falls der Doktor ein Frankenstein-Doktor ist. Verkaufen. Wir müssen erstmal Dinge verkaufen. Die Waschmaschinen auch. Und das wahrscheinlich auch. Genau. Das sieht doch schon wieder gleich ganz anders aus, ne? Wartet mal. Das ist ein Fenster. Das ist eine Schiebetür. Wirklich? So, dann sollte hier wahrscheinlich das Fenster rein, würde ich sagen, oder? Oh nein! Ich sehe schon wieder Gitter. Schwinnig. Hier frische Luft reinlassen. Wenn Tiere da sind, schnuppert es manchmal. Große Heizung, Wasserinstallation, tralala, bla bla bla. Da müssen wir auf jeden Fall das Laminat hier auch wieder legen. Wir brauchen Licht. Wir hätten doch hier nochmal so ein Laminat. Genau. Das ist das Glas. Ah, nee, hier wird was anderes gelegt. Upsi, okay. Was? Vier Lampen? An jeder Ecke eine. Eins. Zwei, drei, vier und in der Mitte ein Fünferwürfel. Ganz viel Licht für dich, Marc. So viel Licht, du siehst alles. Ich schwöre. Ah ja, weiße, breite Paneelen. Ach, Schande. Der Boden wird auch hell. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, das sieht ja schon tierarztmäßig aus, oder? Aber das mit den Türen, das ist jetzt noch ein bisschen. Wartet mal. Es geht ja eigentlich. Schiebetür, doch. Kommt hier rein. War die weiß? Hast, oder? Ach, Laila. Soll ich denn die Schiebetür da reinmachen, wenn du da rumläufst? So, jetzt. Cool. Das heißt, die können auch reingucken, was der Doktor da macht. Haben wir noch ein Türchen hier? Ich glaube. Nee, die anderen müssen wir, glaube ich, vom Bad aus reinsetzen. Ja. Schaut mal. Wir haben hier zweimal. Wenn wir hier unsere Tiere waschen. Ich warte mir nicht noch mit dem Fliesen. Wir erstmal gucken, wie ich das anordne. Das ist cool. Wir können uns ja auch eine eigene Tierarztpraxis bauen, oder? Hier für die großen Hunde. Ja, kommt hier hin. So. Ach du Schande hier. Da haben wir hier noch einen Waschzuber in der Ecke. Katzenkäfig. Ah, jetzt machen die Käfige natürlich Sinn, ne? Jetzt machen sie Sinn. Klar, wenn die dann beim Doktor sind und hier sich ausruhen müssen und regelmäßig Medizin bekommen, dann werden die hier in so ein Katzenkäfig gepackt. Logisch. Würde ich davon überhaupt zwei bauen? Ich glaube ja. Eine Pipi-Matte. Dann haben wir noch großes Büroregal. Oh, wo stellen wir das denn noch hin hier vor lauter Schreck? Das passt da nicht, ne? Stellen wir einfach mal dazwischen. Da sind die Akten drin. Ja. Es hat aber was. Dann müssen wir noch zwei Heizungen einbauen.
Okay, dann machen wir eine hier mal direkt dahin. Und eine packen wir noch hier. Dortchen. Damit schön warm ist hier drin. Ach, wir brauchen noch einen Schrank. Ja. Setz mal auf der anderen Seite auch noch. Eine Seite Hunde, andere Seite Katzen. Hallo. Gut, soll man die Heizung auch noch anmachen? Anbringen. Mitte? Ja, egal. Montieren wir erstmal. Interessant. Stimmt, das ist ja eine Arztpraxis. Beziehungsweise Tierarztpraxis. Ganz korrekt zu sein. Ja, na, wenn der Doktor hier so viel haben will, ne? Okay, nice. Eine große Heizung soll ja auch noch rein. Die soll man verkaufen. Nicht schön, ne? Okay. Jo. Dann verlegen wir doch erstmal das Laminat. Aber ich glaube... Houston, I have a problem. Ich muss dieses Ding hier einmal wegnehmen, sonst komme ich da nicht ran. Einfach mal hier hinten an. Okay, jetzt können wir so, das hier auch noch wegnehmen. So. Alles schön weiß. Genau. Jetzt brauchen wir... Können wir das wieder hier hinstellen? So. Ich vermisse halt so diesen Untersuchungstisch, ne? Aber es gibt ja hier so tolle Modder. Ich bin mir sicher, der kommt noch. Obwohl man das hier, das Ding... Hier ist es ja eigentlich ein Untersuchungstisch. Egal, können wir danach nochmal umbauen. Das ist, glaube ich, richtig interessant. Ich glaube, ich werde auch mal versuchen, so eine eigene Praxis zu machen. Ich quetsche es jetzt hier nur hin, ja? Weil wir müssen doch wieder diese bescheuerten Gitter legen. Ach so, wir können uns das aussuchen, welche Tapete wir nehmen. Nee, diese Dock-Tapete. Ich will die nicht. Oder vielleicht... Warte mal, ich habe eine Idee. Vielleicht... Ich kaufe die mal kurz. Vielleicht hier nur so dezent, so als kleiner. So. Dass hier Hunde gibt. Bei der Heizung. Das wäre doch eine Idee, oder? Huch, wo ist mein weißer Paneele hier? Was meint ihr? Es geht noch. Aber einen kleinen Akzent drin. Wuff, wuff. Sind die Katzentapete? Ist das überhaupt welche? Stimmt, oder? Alter Leila, hör mal auf zu hecheln hier. Sieht scheiße aus. Einfach nur scheiße aus. Junge, wir müssen das komplette Ding hier machen, ne? Ja. Gut. Hello. Na,
Das reicht auf jeden Fall immer noch nicht. Okay und Doki. Nehmen wir das hier noch. Junge, Junge, Junge. Und was sagt er? 94%. Ach halt, da liegt da noch was. Ja, nice, das war mir nicht. Nehmen wir das erstmal weg. Dann kaufe ich mal von mir aus. Ich hoffe, unser Budget reicht noch. Wände, Farbe, weiße Farbe. Hier. Deine Pott hier reicht. So. Und dann machen wir das hier, wenn ich einfach nur weiß. Achso, das ist sogar schon. Gut. Yep. Okidoki. Jetzt brauchen wir noch die Bibimatte. Brauchen wir eine, dann ein Hundetrinkapparat, eine Uhr und ein Hund. Ja, Eingangsgehege für Hunde. Oh, Gitter. Ich muss das Wort schon wieder sagen. Ich will aber nicht Gitter. Wir müssen Gitter bauen. Ich hasse es, wirklich. Ich möchte keine Gitter bauen. Leute, habt ihr euch da einfallen lassen? Ich würde sagen, wir packen den einmal hier noch hin. So. Dann bauen wir halt diese fucking Gitter hier hin. Sieht alles komisch aus. Wie haben wir denn jetzt schon? Ja, zeigt das natürlich nicht mehr an, ne? Nee, wir müssen ja hier auch irgendwie reinkommen. Okay, Gehege. Wie nennt man das? Hier ist er doch. Jetzt zeigt mir doch mal das letzte an. Wieso kann ich denn das hier nicht zusammen machen? Ja, das ist ja ich schon als anerkannt, ne? Also, Leute, das reicht mir hier. Sieht ein bisschen tricky aus, aber ist mir endlich egal. Ist einfach nur schrecklich. So. Aber wir brauchen immer noch die Pipi-Matte. Wieso heißt das eigentlich Pipi-Matte? Wollen wir jetzt nicht wirklich erzählen, dass die Hunde auf der Matte Pipi machen? Echt jetzt? Hast du sowas schon mal gehört, gesehen? Also, meine Praxis war nachher schöner, als sage ich euch. Hier hätte eine große Uhr noch reingepasst. Egal. Wir sind fertig an der Stelle. Nice, 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 nice. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall das hier noch. Ich jetzt? Hier müssen wir auch wieder fließen. Keine Bodenfliesen? Nein. Okay. Leider sperre ich jetzt aus. Tschüss, Leila. okay.
Also, hier muss ein Handtuchhalter hin, eine Wasserinstallation und eine Toilette. Also eine Toilette anscheinend. Ja. Stellen wir es mal weiter hier hin, oder? Hab da eine Toilette und machen wir die Spüle hin. Machen wir die daneben. So. So, auf jeden Fall aufdrehen. Ah, das ist ein Spiegel. Hier ist die Spüle. Machen wir es doch auch weiß. Dann passt das doch alles hier. Und noch ein Kaka-Pipi-Klo. Okay, dann wollen die ja noch eine Heizung haben, wie immer. Machen wir hier ran. Geht die Folge schon wieder so lang, ne? Also was heißt so lang, aber... Der Auftrag geht länger, als ich dachte. War schon bei der dritten Folge, nur bei dem Auftrag. Aber gut, es war auch ein Riesenhaus, muss man schon sagen, ne? Gut, dann würde ich sagen, packen wir hier am Waschbecken diese Fliesen ran. Also so von hier... Sind ja nur 8 Stück, ne? Genau. Zack. Und das andere? Fehlt aber was. Weiß. Ach so. Ich habe ja noch Weiß hier. Als wenn ich es geahnt hätte. Nice, nice, nice. Ach, ich konnte mir das aussuchen. Ja, sah jetzt ein bisschen doof aus, oder? Dass die Wand nur auf Steine war. Dann hatten wir noch andere hier. Dann musste schon alles weiß sein. So, genau. Die können wir mal verkaufen hier. Dann brauchen wir noch... Diese Dinge. Es werde Licht. Ein kleiner Spiegel. Hier mal grau. Toilettenpapier und Handtuch noch. Und dann sind wir... Huch, Quatsch. Hier, ich mache das mal extra für Linksbrüten diesmal. So nett bin ich. Da-da-da! Ich glaube, der Auftrag ist fertig. Ist er fertig? Ey, schön, oder? Herrlich. Gucken wir mal. Ist er fertig? Er ist fertig. Yes! Wir kriegen 32.000 Tacken dafür. Beenden. Gucken wir uns mal vorher nachher an. Oh, herrlich. Das Haus ist auch schön. Ich glaube, da will ich auch mein eigenes Projekt ausmachen. Auch, wie gesagt, der Vogelkäfig im Flur gefällt mir nicht. Wie? Tierarztpraxis haben wir nicht mehr gesehen da unten? What the fuck? Why? Naja. Ihr Lieben. Ich will hier gar nicht überstrapazieren, aber ich wollte diesen Auftrag noch fertig bekommen. Bevor ich jetzt hier ganz fertig mache, schauen wir mal. Noch einen. Wir sind noch nicht fertig. Ein Auftrag ist noch. Aber ich glaube, das ist dann wirklich der letzte, ne? Das ist dann genau, ich gehe nochmal über die Karte. Ich würde sagen, das ist der letzte Auftrag. Ja,
Okay, also einen haben wir noch, bevor unser neues Büro-Tierhaus entsteht. Aber das machen wir nicht mehr jetzt. Das machen wir ein andermal. Lasst euch gut gehen. Ein Like, lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr Bock habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.